Nachdem ich euch im ersten Teil anhand von einem Beispiel eigentlich schon vieles über Softwareerwartung erzählt habe, wollen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen systematischer angehen. Was ist Softwareerwartung eigentlich? Was gibt es für Arten von Softwareerwartung? Was gibt es für Aktivitäten, die irgendwie mit der Wartung zusammenhängen? Und wie grenzt sich Wartung eigentlich von Softwareevolution ab? Gut, und das gucken wir uns jetzt in dem Teil der Vorlesung an. Erstmal Softwareerwartung. Was ist die Motivation? Naja, wir haben, wenn wir Wartung vergleichen mit dem von Hardware, von Mechanik, von Elektronik, dann haben wir natürlich jetzt keinen Verschleiß. Ja? Also es ist nicht so, wie wenn ein Fahrzeug zum Beispiel in die Werkstatt kommt, dann müssen da manchmal Teile ausgetauscht werden, weil sie verschlissen sind. Es gibt Sachen, Bremsbeläge, Batterien, die halt eine gewisse Lebenszeit haben und dann ausgetauscht werden müssen. Das haben wir für Software nicht. Software besteht einfach, Software bleibt gleich, das heißt, dieses Reparieren, diese Ersatzteile für Software, das brauchen wir nicht. Was wir deswegen trotzdem brauchen, und das ist sozusagen dann das, was wir mit Softwarewartung meinen, sind Korrekturen. Ja, insbesondere, wenn ich ein neues System habe, was ich das erste Mal an Kunden ausliefere, ist es relativ wahrscheinlich, dass in den ersten Wochen ich noch relativ viele Korrekturen brauche an der Software und dass es mit der Zeit immer stabiler wird. Ja, und wenn wir jetzt uns zum Beispiel Bankensoftware angucken, die vor, ja, in den 70er Jahren zum Beispiel geschrieben wurde, dann ist die teilweise heute noch im Einsatz. Und natürlich hat man die damals eingeführt und da gab es am Anfang mit Sicherheit noch Probleme. Aber inzwischen ist es auch gar nicht so leicht, die abzulösen, weil, ja, also das sind durchaus komplexe Systeme und das ist kritische Infrastruktur und da kommen wir im dritten Teil nochmal ein bisschen drauf. Gut, und ansonsten gibt es natürlich auch noch, also neben Korrekturen, wo wir einfach Fehler beheben, wollen wir natürlich auch Sachen modifizieren oder wollen so das Innenleben abändern oder gucken, wie es eben, wie wir es, was wir an Umstrukturierung sozusagen machen müssen. Gut, dazu hatten wir generell bei den Entwicklungszyklen schon mal über die Maintenance-Phase oder Operation-Maintenance-Phase gesprochen. Dazu lasse ich euch kurz lesen. Ja, das heißt, wenn wir uns diesen Lebensentwicklungszyklus angucken und wir denken jetzt zum Beispiel an das Wasserfallmodell, dann ist eben die letzte Phase war die Wartung. Und jetzt habt ihr durch das Beispiel vielleicht so ein bisschen besser verstanden, was bei der Wartung so passieren muss. Und jetzt ist es so, dass wir halt ab dem Moment, wo eine Software im Einsatz ist, sind Sachen, die ungeplant sind, die wir darin machen müssen, das sind prinzipiell erstmal Wartungsaufgaben. Und dazu noch die Definition zu Maintenance. Ja, und wir sehen, das ist durchaus nicht so ganz einfach zu definieren, was ist jetzt eigentlich genau Wartung. Also erstmal ist ein wichtiger Punkt nach der Auslieferung, ja, after delivery. Wir wollen Fehler korrigieren, wir wollen vielleicht die Performance verbessern, ja, vielleicht haben wir sehen, dass das sozusagen ein Problem ist, dass die Akzeptanz von einer App schwierig ist, weil sie so viel Akku verbraucht, dass wir das eben nachträglich irgendwie verbessern. Oder aber auch auf eine neue Umgebung anpassen. Und da sehen wir auch im dritten Vorlesungsteil noch Beispiele dazu. Jetzt gibt es verschiedene Arten der Wartung. Adaptive Maintenance. Wir passen die Software an eine veränderte Umgebung an. Ja, und Umgebung, das kann jetzt vieles sein. Das kann eben das Betriebssystem sein. Hier als Beispiel, es gibt eine Desktop-Anwendung. Die Desktop-Anwendung hat funktioniert unter Windows 8.1. Und man muss eben Sachen daran machen, damit sie eben mit Windows 10 auch funktioniert. Das trifft auf die meisten Desktop-Anwendungen nicht zu, aber es gibt durchaus welche, die relativ eng sozusagen mit dem Betriebssystem interagieren. Wenn ich mir so einen Desktop-Manager vorstelle, mit dem man sozusagen Fenster hin und her schubsen kann, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der eine Umstellung braucht. Dann gibt es Corrective Maintenance, also korrigierende Wartung, bei der wir Fehler beheben. Wir hatten im letzten Semester das Beispiel mit dem Windows-Taschenrechner, der zumindest basierend auf dieser Formel, die er anzeigt, in einem bestimmten Modus falsche Ergebnisse liefert.
Ja, wo man jetzt sagen kann, entweder ist die Formel falsch oder die Art der Berechnung. Und wenn wir sowas beheben würden, wenn das jetzt behoben werden würde im Windows-Taschenrechner, dann wäre es eben Corrective Maintenance. Ja, es war nicht geplant, diese Aufgabe zu machen, das irgendwann zu beheben. Es war vorher nicht klar, dass dieser Fehler irgendwie kommen würde und auftauchen würde. Und vielleicht ist er Microsoft auch noch gar nicht bewusst, der Fehler. Weil die Vorlesung ja auf Deutsch ist. Gut, dann die anderen beiden Arten, Perfective Maintenance, da geht es im Wesentlichen darum, dass man irgendwelche Eigenschaften verbessert, die Performance, vielleicht aber auch einfach die Wartbarkeit. Ja, vielleicht haben wir festgestellt, bei dem letzten Fehler, der mit Zeitumstellung oder mit Schaltsekunden zu tun hat, dass wir dringend die Qualität irgendwie verbessern müssen. In puncto Performance, was mir da eingefallen ist, ist, wenn man große Dateien in einem Texteditor editiert und da zum Beispiel der Editor von Windows, der Standard eingebaute Editor, deutlich länger braucht als externe Editoren, um irgendwie eine Textdatei zu öffnen. Wenn man das jetzt verbessert, ist es eben Perfective Maintenance. Man versucht, das Programm ein Stück weit perfekter zu machen, sozusagen. Das war vielleicht als Eselsbrücke. Und dann gibt es noch Preventive Maintenance. Und das meint, dass man sich überlegt, in der Zukunft können Probleme auftreten und mit dem Fokus oder mit dem Wissen, dass diese Probleme auftreten können, macht man extra Wartungsaufgaben, um diese Probleme von vornherein zu vermeiden. Das bekannteste Problem dafür ist das 2000, Jahr oder Jahr 2000 Problem. In dem Jahr hatte man befürchtet oder mit dem Jahreswechsel hatte man befürchtet, dass viele Computersysteme nicht mehr funktionieren werden, weil sie eben darauf aufbauen, dass es eben nur zwei Stellen gibt für das Jahr. Viele der Software wurde zum Beispiel in den 70er oder 60er, 70er, 80er Jahren entwickelt und es war gar nicht klar, dass es die überhaupt so lange gibt. Das heißt, man hatte vielleicht nur zwei Stellen für das Jahr und wenn dann der Überlauf kommt sozusagen und wir plötzlich von 1999 auf 2000 gehen, hatte man befürchtet, dass viele Sachen passieren. Tatsächlich sind große Probleme ausgeblieben, vermutlich aber eben wegen Preventive Maintenance, eben weil man vorher Maßnahmen entsprechend getroffen hat. Und genauso kann das natürlich jetzt mit Schaltsekunden aussehen. Es kann durchaus sein, dass eine Firma, ein Konzern, das beobachtet, oh, wann kommen wieder Schaltsekunden und dann explizit nochmal in dieses Thema reinguckt und guckt, ob es in Bezug auf Zeit irgendwelche Vergleiche gibt, die eben auf gleich lauten, weil das typischerweise die Fehlerquelle ist, wenn man annimmt, wenn das nicht gleich ist, dann ist es positiv, aber es könnte eben auch eine negative Zeitspanne sein. Ein Hinweis noch dazu, diese vier Kategorien sind nicht zwingend exklusiv. Ja? Da gibt es durchaus Mischformen von und es kann durchaus sein, dass eine Preventive Maintenance für die Performance ist oder einen Fehler zu korrigieren oder ähnliches. Das heißt, da gibt es Mischformen von. Das ist nur, ich glaube, interessant trotzdem in all diesen Kategorien mal zu denken und zu überlegen, das sind trotzdem Wartungsaufgaben, auch wenn wir sozusagen präventiv vorgehen. Ja, ich fand das Beispiel sehr, sehr schön. Ist auch wieder ein XKCD, der Sachen sehr auf den Punkt bringt. Jede Änderung an der Software wird irgendwas für irgendwen nicht mehr möglich machen. Ja, und das sozusagen, dass manche sozusagen sogar aus tatsächlichen Fehlern, irgendwie Gewinn schlagen, hier in dem Fall das Drücken der Leertaste. Das ist natürlich hier jetzt deutlich übertrieben, aber wichtig ist zu wissen, dass auch die Wartung, auch die Änderungen an Software, die wir in der Wartung machen, können natürlich wieder Fehler einbauen und können natürlich Sachen kaputt machen, die vorher schon irgendwie funktioniert haben.
Was tatsächlich relativ schwierig ist, und die Literatur ist da sehr, ja, oder zumindest die Bücher, die ich bisher dazu angeguckt habe, sind da sehr unkonkret und auch sehr unterschiedlich, haben eine sehr unterschiedliche Meinung dazu, was ist eigentlich Wartung und was ist Weiterentwicklung, was ist Evolution. Deswegen hier habe ich versucht mal, und das meiste daraus ist inspiriert aus dem Buch von Ludewig und Lichter, zusammenzustellen, was sind eigentlich so Kernpunkte, wo man sagen kann, also wenn das meiste davon zutrifft, dann ist es eher Wartung oder ist es eher Evolution. Man kann es nicht immer eindeutig entscheiden, aber hier sind eine Reihe von Kriterien, die uns auf jeden Fall helfen können. Bei Wartung geht es primär um Korrekturen. Also wenn es eine Korrektur gibt an der Software, dann ist es typischerweise eine Wartungsaufgabe und keine Evolutionsaufgabe. Wartung sind typischerweise kleine Änderungen. Warum kleine Änderungen? Wir haben einfach Angst davor, neue Sachen kaputt zu machen, und Wartung muss auch manchmal unter einem starken, sehr starken Zeitdruck passieren. Das heißt, an der Stelle, man würde, ja, wir hatten diesen One-Character-Fix, man würde eine größere Änderung auch gar nicht so schnell rausgeben, wo man sich nachher unsicher ist, was die vielleicht noch für Konsequenzen hat. Es sind oft unvorhergesehene Änderungen, ungeplante Änderungen. Natürlich kann es durchaus sein, dass man ab dem Moment, wo man weiß, es gibt diesen Fehler, dass man anfängt, den zu planen und zu sagen, den wollen wir in dem nächsten Sprint und den wollen wir erst danach. Aber typischerweise sind es erstmal Änderungen, die unvorhergesehen sind. Die kommen nicht aus den Anforderungen, sondern die kommen eben aus dem Betrieb, wo wir eben Sachen erkannt haben. Und jetzt ein bisschen was zur Namensgebung. Typischerweise spricht man da, wenn man eben Wartung erfolgreich gemacht hat und sozusagen Updates bereitstellt für die Software, dann spricht man von sogenannten Patches und teilweise auch von Hotfixes. Hotfix ist sozusagen noch ein bisschen spezifischer darauf. Da geht es darum, dass man eben, dass Patches sozusagen sehr schnell kommen. Das, was wir in dem ersten Teil der Vorlesung gesehen haben, war ein Hotfix. Und jetzt, das hat ein bisschen was auch mit Release-Zyklen und Ähnlichem zu tun. Da gibt es nochmal eine separate Vorlesung, wo wir auf Release-Geschichten eingehen. Eine Sache hier schon mal, und das Stichwort Semantic Versioning könnt ihr da schon mal gehört haben. Da gehen wir dann da nochmal drauf ein. Aber hier ist es so, dass wir typischerweise, wenn wir dann einen solchen neuen Release haben, der eben Patches enthält, dass wir dann nur einen Minor Release haben, sozusagen. Und das heißt, an den Versionsnummern kann man das häufig daran erkennen, zumindest wenn Semantic Versioning benutzt wird, dass sich nur die letzte Zahl erhöht, vielleicht sogar die letzte Zahl gleich bleibt und dahinter gibt es noch einen Zeitstempel. Sowas ist teilweise auch denkbar. Gut, und da muss man sich tatsächlich auch nicht wundern, wenn dann es diese Versionsnummern gibt und an der letzten Stelle steht irgendwie eine 120, dann bedeutet das einfach, dass es sehr häufig diese Patches gibt und eben sozusagen relativ schnell auch solche Wartungsaufgaben, solche Updates herausgebracht werden. Also Wartung unterscheidet sich aber von Evolution. Bei Evolution geht es typischerweise um neue Funktionalität. Natürlich müssen wir auch ein bisschen dran denken. Wir hatten gibt es auch ein Zitat zu, kommt gleich noch. Manchmal wollen wir auch Funktionalität irgendwie entfernen. Die Änderungen sind typischerweise größer. Ja? Also wenn ich neue Funktionalität einbaue, dann wird das nicht mit einem Zeichen gehen, so wie wir das eben bei der Wartungsaufgabe gesehen haben, sondern wenn ich einen neuen Button brauche und brauche eine Berechnung dahinter und muss das Datenmodell anpassen und mache vielleicht auch noch ein Refactoring, um den Code dann aufzuräumen. Das heißt, da gibt es eine Reihe von Änderungen und diese Änderungen, die wir da machen, die sind oft vorhergesehen oder geplant oder etwas langfristig auch geplant. Ja? Von dem Zeitpunkt, wo ich weiß, das will ich machen, bis zur Lösung ist bei einer Wartung ist ein relativ kleiner, kurzer Zeitraum, während bei der Evolution, bei geplanten Änderungen, das nicht so ist. Als Endanwender sieht man das teilweise in den Namen. Da ist nämlich die Rede nicht mehr von Patches, sondern von Upgrades oder vielleicht sogar von Service Packs. Service Pack ist dann meist, dass einfach mehrere dieser Updates oder kumulative Updates ist noch ein Begriff, der teilweise verwendet wird, wo einfach mehrere dieser Updates zusammengestöpselt werden, damit man eben die vielleicht schneller oder mit weniger Neustarts beim Betriebssystem durchführen kann. Wir reden da auch vom Major Release, und es wird dann tatsächlich eine
eine Versionsnummer, die weiter vorne ist, hochgezählt. Ja, und das kann jetzt eben wirklich die erste Stelle sein, die hochgezählt wird. Dann sind wir bei Firefox und Thunderbird, bei denen irgendwann Versionsnummern angefangen haben zu explodieren. Oder aber sozusagen an der zweiten Stelle, wenn sozusagen die Entwickler sagen, das ist jetzt noch nicht der große Wurf, aber es ist eben eine Neuentwicklung, die nicht keiner reinen Wartung entspricht, sondern der Evolution. Und daraus kann sich für Endanwender tatsächlich auch ein Hinweis ergeben, wann man ein Update macht, dass man eben sagt, naja, also die Patches möchte ich schon haben, aber die neue Version, wenn da eine 0 hinten steht, da bin ich eher vorsichtig mit, weil das durchaus so ist, dass man eben am Anfang, das war das, was ich im ersten Teil schon angedeutet hatte, typischerweise erstmal noch mehr Fehler in der Software hat, man hat größere Änderungen gemacht und es wird dann wieder stabiler sozusagen, je größer die Zahl hinten dran ist. Kann man schwer verallgemeinern, aber in den meisten Fällen passt das schon so. Gut, orthogonal zu der Diskussion, was ist eigentlich Maintenance, was ist Evolution und orthogonal auch zu den verschiedenen Arten der Wartung, die wir besprochen haben, gibt es das Re-Engineering und da gibt es verschiedene Aufgaben im Re-Engineering. Da gibt es zum Beispiel das Reverse-Engineering. Lasse ich euch wieder kurz lesen. Na, und wenn wir hier von Abstraktion reden, dann können wir uns einfach das Wasserfallmodell vorstellen. Ja, und wir sind halt beim Code zum Beispiel und wir wollen aus dem Code in eine allgemeinere Darstellung, wir wollen nämlich den Entwurf daraus ableiten. Warum Reverse Engineering? Also ich meine, wenn man jetzt Softwaretechnik 1 gehört hat, dann versteht man eigentlich erstmal gar nicht, warum muss man das machen. Naja, es kann natürlich schon sein, dass ich den Source Code immer irgendwie weiterentwickle, zum Beispiel auch in Erwartung, zum Beispiel auch an Stellen, wo sozusagen Änderungen einfach schnell passieren müssen, dass dann der Entwurf, den ich ursprünglich gemacht habe, dass der nicht mehr dazu passt und dass ich das wieder aktualisieren muss. Teilweise gibt es vielleicht auch Systeme, bei denen sozusagen das Nachziehen von diesem Entwurf über lange Zeit vernachlässigt wurde oder vielleicht gab es da noch gar keine UML-Diagramme zu dem Zeitpunkt, wo die Software entworfen wurde. Das heißt, was man macht, ist sozusagen von einer Ebene zur nächsten zu gehen und es ist auch durchaus denkbar, dass man sozusagen auf anderen Ebenen unterwegs ist, dass man aus Testfällen vielleicht auch versucht, irgendwie Source Code zu generieren oder aus Source Code eben Entwurfsmodelle oder eben aus Entwurfsmodellen andere Entwurfsmodelle, die noch auf einer höheren Abstraktionsebene sind. Das zum Reverse Engineering, den Begriff übersetzen wir auch nicht, den benutzen wir einfach auch im Englischen so und entsprechend auch Forward Engineering, lasse ich euch wieder kurz lesen. Ja, das heißt, Forward Engineering ist eigentlich das, was wir in Softwaretechnik 1 besprochen haben. Ja, also das ganze Semester hat sich ja danach ausgerichtet, dass wir gesagt haben, wir kommen von einem Schritt zum nächsten, wir haben die Anforderungen, wir machen eine Systemanalyse, wir haben die Architektur, den Entwurf und wir sind sozusagen immer einen Schritt näher zum Code gekommen und das ist bekannt als Forward Engineering. Und da sehen wir aber, nur das, dieses Forward Engineering reicht manchmal nicht, weil wenn ich so eine Wartung eben gemacht habe und die muss eben relativ schnell passieren, dann muss ich unter Umständen mal im Reverse Engineering oder eben sozusagen mal rückwärts arbeiten und alles wieder entsprechend anpassen. Es gibt noch zwei Begriffe, die hier wichtig sind als Aufgaben in diesem Re-Engineering-Umfeld, nämlich Restrukturierung, da lasse ich euch auch wieder kurz lesen. So, und im Vergleich zu den anderen beiden Sachen, Reverse Engineering und Forward Engineering, geht es bei Restrukturierung darum, dass man auf einer Ebene Veränderungen vornimmt. Ja, und das bekannteste Beispiel dafür sind Refactorings. Die haben wir uns in der letzten Vorlesung schon detailliert angesehen. Und da ist es eben so, dass wir eben den Code verändern in einen besser wartbaren Code oder potenziell besser wartbaren Code zum Beispiel. Ja, aber das heißt, wir sind auf dem gleichen Level und es kann genauso gut sein, dass wir eine solche Restrukturierung auf UML-Modellen machen oder ähnliches, aber eben nicht. Ja, wir bleiben eben bei dieser Restrukturierung nur auf einer Ebene. Und jetzt gibt es Re-Engineering, das lasse ich euch auch wieder kurz lesen. Ja, und bei Re-Engineering, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen komplexer. Und um es einfach auf den Punkt zu bringen, das ist tatsächlich eine Kombination von den anderen Techniken.
Also man macht typischerweise irgendwie ein Reverse Engineering, dann macht man Refactoring und dann macht man Forward Engineering. Das ist so ein typischer Workflow, dass man sich eben überlegen kann, also ich brauche aktuelle UML-Modelle, ja, ich brauche einen aktuellen Entwurf, an dem Entwurf mache ich mein Refactoring und dann muss ich im Forward Engineering wieder hergehen und den Code entsprechend anpassen, dass der wieder dazu passt. Gut. Zum Abschluss noch zwei Zitate. Erstmal von Kyle Simpson. There's nothing more permanent than a temporary hack. Ja, also auch im Deutschen durchaus ein bekannter Spruch und kann man vielleicht auch fragen, ob der jetzt wirklich von ihm ist, aber der wird ihm zumindest zugeschrieben. Und da müssen wir aufpassen, was Softwarewartung angeht, weil unter Umständen müssen wir bei der Wartung durch diesen hohen Zeitdruck eben Sachen machen, die eher als Hack anzusehen sind. Und das darf man nicht vergessen, dass man das dann eben sozusagen auch wieder in einen guten Zustand bringt danach, dass man danach vielleicht wieder mit eben diesen Re-Engineering-Aktivitäten, also Reverse Engineering, Refactoring, Forward Engineering, den Code wieder so verbessert, dass man beim nächsten Mal, wenn wieder eine Wartungsaufgabe ansteht, auch wieder in der Lage ist, das zu machen. Und das Hauptproblem dabei ist eigentlich, und das ist ein sehr typisches Problem, dass man mit jeder Wartungsaufgabe die Software an sich weiter verschlechtert und dann ist man irgendwann nicht mehr in der Lage, die Software zu warten. Gut, und Jeff Sickle wird folgender Spruch zugeschrieben: Deleted Code ist Debugged Code. Und natürlich gilt auch hier wieder, es hängt alles ganz eng zusammen. Wenn ich die Möglichkeit habe, sogar Code zu löschen, Code, der nicht da ist, den muss ich beim Warten gar nicht betrachten, den muss ich da gar nicht debuggen. Aber andersrum muss man sich eben auch fragen, wenn ich immer nur Code drumherum einfüge, der irgendwelche Probleme löst, dann kann das eben für die Wartung erschwerlich sein. Das heißt, man sollte immer überlegen, was von dem Code kann auch wieder entfernt werden? Und da sind wir auch wieder bei dem Entfernen von Funktionalität. Und an der Stelle ist wieder wichtig zu verstehen, Entfernen von Funktionalität ist eine geplante Änderung, und das ist nicht unbedingt als Wartungsaufgabe zu verstehen, sondern eben als Evolution. Das ist eine gewollte Entscheidung, dass man dann sagt, man bestimmte Funktionalität will man rausnehmen. Die Grenzen sind auch da verschwimmen so ein bisschen. Es gibt bei VW Beispiele, wo, aber sicherlich auch bei anderen Automobilherstellern, wo ein Button im Golf sozusagen irgendwie eine Fehlermeldung verursacht hat und nachdem das Auto das nächste Mal in der Werkstatt war, war der Button weg. Und muss man sich eben immer fragen, ist das jetzt Evolution oder Wartung? Aber wir haben eine Reihe von Sachen, glaube ich, gesehen, wo ihr verstanden habt, dass das eine eben Aufgaben sind, die wir geplant machen und das andere, wo wir eben sozusagen reagieren müssen auf eine Problemsituation. In dem Teil haben wir also über Maintenance, über Wartung gesprochen und auch über die Operations- und Maintenance-Phase, über die wir auch schon bei den Vorgehensmodellen gesprochen haben. Es gibt verschiedene Arten der Wartung, adaptiv, korrektiv, perfektiv und präventiv. Wir haben über den Unterschied zwischen Wartung und Evolution gesprochen und auch über Re-Engineering. Und man kann es im Prinzip so auf diese Formel gießen: Re-Engineering ist Reverse Engineering, Restructuring und Forward Engineering. Das Ganze am besten nachzulesen im Ludewig und Lichter aus meiner Sicht. Und ich würde euch empfehlen, jetzt mal zu überlegen, was kennt ihr für Beispiele, wo an der Software Wartungsaufgaben vorgenommen wurden und versucht für die mal zu klassifizieren, welche Art der Wartung lag davor und was lässt sich vermuten, welche Re-Engineering-Aufgaben da passiert sind. Natürlich ist der letzte Teil, wenn man Software so von außen sieht, relativ schwierig. Wenn ihr vielleicht selbst an Software mitentwickelt habt, könnt ihr vielleicht eher auf diesen Re-Engineering-Aspekt eingehen und weniger auf die Art. Gut. Dann da auch bitte wieder fleißig ausprobieren, fleißig was zu beitragen. Ich glaube, das vertiefende Verständnis ist hier wirklich wichtig, sich da auch nochmal Beispiele anzugucken und sich der Materie ein bisschen auseinanderzusetzen und dann gerne wieder der Austausch über Moodle. Bis gleich.